Aber ich denke mal primär die Hunde. Ah, obwohl so ein Esel wird auch gut Schaden machen. Und ein Pferd. Ah ja, alle Tiere hier hin. Rentier. Und die halten das Biest dann auch hoffentlich für eine Weile auf. Ein Bulle. Ach, wenn so ein Bulle richtig Anlauf nimmt, das müsste auch gut wehtun. Und ein Lama. Das wäre doch episch, wenn ein normales Lama das Riesenlama irgendwie erledigen könnte. Aber das bezweifle ich irgendwie. Druckdüt, nein. Druckdüt, nein. War das alles an Hunden? Da sind noch Hündchen und Meerschweine und das wird bestimmt nichts. Ah, vielleicht kann ja irgend... Genau. Eine Babygans. Aber ja, Glückstreffer passieren immer mal. Hoffen einfach, dass da ein, zwei dabei sind. Einmal so kritisch ins Auge gebissen oder so. Rentier. So. Dann. Weiterlaufen lassen. Wir haben null Arbeitslose. Das ist schon mal sehr gut. Denn die müssten jetzt eigentlich alle nach oben laufen und die Tiere holen, richtig? Komm schon, bring Tiere runter. Ja, da ist das erste Rentier. Man merkt, ich werde langsam ein wenig panisch. Da ich jetzt eine Horde Rentiere und Welpen auf unseren ungebetenen Gast zuschicke. So, die werden jetzt alle in diesen Mini-Pasture gestopft. Wo sie sich innerhalb von 5 Minuten wahrscheinlich alle gegenseitig zerfleischen werden. Aber ich denke mal, so weit wird es gar nicht erst kommen, weil das eigentlich gleich durchbrechen müsste. So, Militärzwerge sind auch welche dazwischen. Das ist schon mal sehr gut. Wollen wir mit dem Notfallplan anfangen? Also das hier ausbuddeln, eine Etage höher. Wir können schon mal die Tische und so weiter wegräumen. So. Mehr Tiere. Hier sind auch keine Fallen auf dem Boden, also niemand dürfte durch einen Treffer sofort in eine Falle tapfen. Oh, das schaut gut aus. Richtig, richtig viele Einheiten. Ich glaube, ich mache das Tor gleich auf. Einfach nur, damit ich kontrollieren kann, wann der Angriff stattfindet. Momentan haben wir richtig schön viele Zwerge und Tiere hier. Ja, komm, Tür auf. Die hauen sonst gleich alle ab. Und ich brauche möglichst viele Einheiten hier in dem Bereich. Egal wie schwach die sind. Und wenn es nur ein Küken ist. So, wo ist der Schalterdrücker? Komm. Drück den Schalter, sonst sind die gleich wieder alle weg. Da. Nö, der geht bloß schlafen. Willst du mich verarschen? Er hier. Du bist der Schalterdrücker. Wer bist du? Shinobi. Das wird episch. Klick. Das war die Brücke. Ja, es wird definitiv episch. Geh nochmal zurück und drück den anderen Schalter. Auch wenn jetzt gar nicht mehr genug Leute da sind. Na gut, zu spät. Und auf und... Angriff! Ich sehe fast nichts. Ja. Ein Rekrut... Schmeißt ein... Nee, gar nicht. Dreht ein Kupferspeer in dem linken Vorderfuß. Okay, scheint auf jeden Fall schon mal verletzt zu werden. Das ist sehr gut. Komm, prügel auf ihn ein. Bist du noch da? Oh, der ist ja gleich tot. Sehr schön. Blinkt. Bald ohnmächtig, alles ist rot.
Und alle gehen nach Hause. Geschafft. Übel. So, wo ist Forgotten Beast? Keine Nachricht. Ich würde gerne wissen, wer ihn jetzt umgebracht hat. Da. Ein Kaninchen beißt sich fest. Ja. Was haben wir noch alles? Also Kupferspeere scheinen wohl recht viel Schaden verursacht zu haben. Ein Hund hat sich festgebissen. Noch ein Speer, noch ein Speer. Das Lama hat sich irgendein Hund geschnappt mit seinem rechten Hinterbein. Ja, komisch. Ein Kupfer, ein Silberlangschwert. Nochmal ein Hund. Aber ich sehe nirgendwo die Todesnachricht. Zwischendurch ist er einmal richtig stinkig geworden. Mehrere Hunde haben sich festgebissen. Die scheinen es echt rausgerissen zu haben. Sehr viel Schaden ist da reingekommen. Ah, hier kam das erste Mal was richtig Übles. Hier hat er angefangen, keine Luft mehr zu bekommen. Wahrscheinlich, weil irgendjemand seine Lungen getroffen hat oder seine Luftröhre. Was haben wir da noch? Nö. Komm schon, gib mir die Todesnachricht. Gib mir die Todesnachricht. Nö, keine Todesnachricht. Irgendwo muss doch... Krompel. Krompel fällt hin. Minato steht auf. Hund steht auf. Hyena steht auf. Hund steht auf. Kann doch nicht sein, bei so einem epischen Kampf finden wir nicht raus, wer ihn getötet hat. Nö. Kann ich jetzt so leider nicht erkennen. Der hätte auf jeden Fall eine Statue in unserer Halle bekommen. Oh, die ganzen Tische sind weg. Ja, wir sollten ganz schnell ein paar neue Tische bauen. Also ja, das war unerwartet. Vor allem wegen meiner Rede vorher, dass uns ja nicht wirklich irgendetwas wehtun kann. Das tat jetzt doch schon ein wenig weh. Aber wir können ja Gott sei Dank jetzt die Zwerge aus den Käfigen rausholen. Wenn ich es denn nicht vergesse. Militär, Alarm, Inside auflösen. S, Shift A, B, C, D, E. Alle aufheben. So, die Brücke kann erstmal oben hochgezogen bleiben. Die ganzen Tiere. I, Remove Zone. So, die dürfen jetzt eigentlich alle frei rumwuseln dürfen. Was zwar ein wenig chaotisch wird, aber was soll's. Gut, also holt die Zwerge da raus, die werden dann nach oben transportiert. Oben haben wir nicht mehr sehr viel Platz. Und was zur Hölle ist das da? K. Das ist sehr irritierend. In diesem Käfig sind die Sporen für Plump Helmets, eine Alpaka-Leiche, eine Wasserbüffel-Leiche, eine Lama-Leiche, eine Pferdeleiche, noch mehr Sporen, ein paar Ziegen und noch zwei Wasserbüffel. Und Hasen. Das ist sehr, sehr komisch.
Na gut, ich baue mal noch einen Animal Stockpile. So, von da nach da. Damit wir mehr Platz haben für Käfige. So, also das kommt auch noch auf uns zu. Das alles da oben neu zu sortieren. Die ganzen Goblins wieder Nacki da jetzt zu machen, runterzuschmeißen. Wir müssen auf jeden Fall eine neue Dining Hall deklarieren, weil der Tisch hier abgebaut wurde. So, du bist eine Meeting Hall, yes. Sehr gut. Was noch? Wir werden die Miliztrupps wieder auseinanderfriemeln müssen, dass wir nur noch 2-3 Stück haben. Wir werden die dann richtig ordentlich trainieren müssen, so lange bis sie legendär sind und alle gute Ausrüstung haben. Heißt, wir sollten auch die Stahlproduktion anschmeißen. Wir sollten gucken, ob die Brücke hier irgendwelchen Schaden davon getragen hat. Und wenn ja, den reparieren lassen. Ja, das war's, glaube ich, erstmal. Noch irgendetwas, was wir vergessen haben könnten? Ah, genau, den Hedge-Cover müssten wir hier neu bauen. B, Floor Hedge. Da, Granit-Hedge-Cover. So. Weil der hat das Biest ja auch ein bisschen aufgehalten. Davon können wir noch mehr bauen. B, Floor Hedge. Kein Zugang. Ja, ihr mich auch. Das machen wir später. Oh, da sind Zwerge draußen. Was macht ihr hier draußen? Ihr sammelt jetzt aber nicht irgendwelche... Oh. Oh. Die Brücke muss hoch, da ist jemand drunter. Also, eine Leiche drunter. Ah, Schiff P. Ja, das war nicht schön. Einheitenliste. Okay, also wir haben immer noch mehr Zwerge als zu Beginn dieser Folge. Wegen den Migranten. Aber trotzdem schade, wenn die alten Zwerge sterben. Zumal die ja meistens recht hohe Skills hatten. So, jetzt kann auch der Zwerg geborgen werden. Das kann weitergebaut werden. Das kann weitergebaut werden. Krankenstation hat nur einen Verletzten. Nö, der steht auch wieder auf. Okay. Also entweder One-Hit tot oder gar keinen Schaden. Das ist ja auch... komisch. So, was machst du? Du... Warum zur Hölle ist der jetzt hier lang gelaufen und ist sofort in eine Falle getapst? Howler Nostalgia LP. Also irgendwas mit den Fallen echt total verquer. Ich kenne das echt nur so, dass früher ganz selten mal ein Zwerg, wenn er gerade auf einer Falle stand und dann angegriffen wurde und dann auch noch ohnmächtig geschlagen wurde, dass er dann in die Falle getapst ist. Aber bei uns ist das momentan ja richtig ein Tohuwabohu. Okay, das mit den Spinnennetzen kann ich einigermaßen nachvollziehen. Dass wenn die dann eingeklebt werden, dass die ein bisschen rumstolpern, auf die Falle fallen und dann auch in die Käfige kommen. Aber der hier... Also außer ich habe mich verguckt und der war schon vorher da. Aber es sah echt so aus, als wenn er hier lang gelaufen wäre und flupp, einfach in die Falle getapst. Ohne dass irgendwas war. Er wollte wahrscheinlich von hier unten irgendwas einsammeln und dann... Ja. Komisch. Na gut, gucken wir hoch. Da ist ein Zwerg. Bisher... Da ist noch einer. Da sind mehrere. Und da ist ein toter Zwerg im Käfig. Ich sehe Geister kommen. Ja, bauen wir erstmal die Käfige auf. Da. Wir hätten gerne einen Zwerg. Wir hätten gerne... noch ein Zwerg. Die werden jetzt zur Schau gestellt. Nein, nicht wirklich. Ich will nur rausfinden, wo die drin sind und dann alle einzeln rausholen. J, da. Goblin.
Da, da war einer. Zwerg. 4 Stück sind schon mal. Es müssten dann die 6 oder 7 sein. Ah, da war noch einer. Zwerg. Also hätte ich wahrscheinlich einfach warten müssen, bis das Biest über die Fallen rüber ist und dann angreifen. Weil wenn ein Haufen Hunde und absolut untrainiertes Personal es schafft, den umzubringen, dann hätten unsere 2 gut trainierten Miliztrupps das eigentlich hinbekommen müssen. Wenn sie halt nicht auf den Fallen gestanden hätten. So, X. Zwerg. Goblin, 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 Goblin. Nackter Hund. Zwerg. 3, 6, 7. Müsste es... Oh. Müsste es jetzt aber langsamer sein. Goblin, Goblin. Noch ein Zwerg. Also ja, wir haben anscheinend echt nicht viele verloren. Goblin, Goblin. So. Das müsste es jetzt gewesen sein. Noch einmal kurz sicherheitshalber durchgucken, damit wir nicht wieder irgendwelche Geister bekommen. Goblin, Goblin, Druckludit, Goblin. Goblin, Goblin, Goblin. Goblin, ganz viele leere Käfige, Opossum, nö, einmal durch. Sehr gut. Dann machen wir jetzt erstmal eine Pause. Und in der nächsten Folge holen wir die ganzen Zwerge raus. Und bringen die ganzen Goblins um. Und kümmern uns weiter um Schadensbegrenzung nach diesem doch recht krassen Überfall. Also dann, bis gleich.